Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Vorstellung meines Projektes für OMSI 2, ein OMSI 2 Fahrerarbeitsplatz. Und wie ihr schon seht, hier der Rohbau ist im vollen Gange. Und ich wollte euch hier auf meinem Let's Play-Kanal einfach mal ein bisschen auch dieses Projekt zeigen. Und ja, ich fange gleich mal an. Es soll in diesem Video jetzt einfach mal um den Rohbau und das Grundsätzliche gehen. Also, ich habe hier ein Armaturenbrett von MAN UL erworben. Das ist baugleich mit dem UL 242 bis 292 von Perutinus für den OMSI 2. Aber leider verfügt es über keine Einfassung. Das kennt ihr ja. Normalerweise ist hier unten die Einfassung. Das ist aber hier leider nicht vorhanden, weil das nämlich relativ oft fehlt bei Armaturenbrettern. Und wenn es dabei wäre, wäre es dann wirklich sauteuer und von dem her habe ich gesagt, mache ich es halt ohne und habe dann auf einem rechten und einem linken kompletten Holzträger relativ massiv hier Keile als Einfassung draufgebaut. Auch hier muss man sagen, fehlt noch eine kleine Einlage mit zwei Druckluftanzeigen, die wird aber noch nachgerüstet. Genau, und deswegen habe ich das halt dann so abgestützt. Ich denke aber, man merkt da keinen großen Unterschied. Sieht auch so relativ gut aus. Genau, ansonsten möchte ich jetzt gleich mal euch erklären, wie das Armaturenbrett eigentlich angeordnet ist. Und zwar, also hier ist eben die Kühlwasseranzeige. Also erstmal kurz scharf stellen. Genau. Dann hier der Ölstand und hier der Tankfüllstand. Und die sind alle drei, genauso wie der wunderschöne Drehzahlmesser, optimal erhalten. Also kein Rostfleck oder irgendwas. Also wirklich Top-Top-Zustand. Und genau, hier wäre normalerweise der Tacho. Der kommt auch noch rein, keine Angst. Ist aber im Moment noch nicht drin und liegt gerade hier auf der Seite. Und zwar ist es ein Kienzle. Mit der Besonderheit, dass der bis 140 geht, was ja relativ untypisch ist für einen Bus, aber er ist sehr gut erhalten und macht sich auch sonst sehr gut hier in dem Armaturenbrett. Hat 277.000 Kilometer runter und ist auch voll funktionsfähig. Genau, der kommt dann später mal da rein. Jo, dann machen wir weiter mit den Kontrolllämpchen hier oben. Und zwar habe ich da schon einige provisorisch angeklemmt. Und zwar momentan noch mit dem wunderschönen Märklin-Trafo. Der wird natürlich dann auch wegkommen. Und auch regelbar, wie ihr seht. Man kann hier hochregeln. Genau. Das sind schon mal die ersten vier. Ich erkläre jetzt einfach mal die komplette Funktion. Und zwar, rechts oben seht ihr den Batterietrennschalter hier. Batterie an, Batterie aus. Hier ist ein zusätzlicher Schalter, ich glaube, der ist für den Druck zuständig oder irgendwie so. Habe ich noch nicht ganz klären können, die Funktion. Und hier ist die Feststellbremse. Genau. Und hier, der gerade noch beleuchtet ist, ist der SEC-Schalter. Der geht immer dann, oder die SEC-Leuchte geht immer dann an, wenn man die Dauerbremse einschaltet. Hier ist das Fernlicht und der Blinker. Und hier als nächstes haben wir den Haltewunsch. So sieht er aus. Und hier noch eine rote Kontrollleuchte für die offene Tür, die offene hintere Tür. Also wenn die hintere Tür eben offen ist, dann würde diese Leuchte rot brennen. Und drunter den ABS-Schalter oder ABS-Leuchte. Dann hier rechts oben die Türfreigabe, die grüne Leuchte. Die sollte eigentlich auch angehen. Und drunter die Standheizung, normal, und eine zusätzliche Heizungsart. Hier so ein Gebläse. Ja, und als letztes hier unten noch das Vorglühen-Symbol. Das ist in OMSI auch vorhanden im UL, aber leider nicht animiert in OMSI. Vielleicht kommt es nochmal. Auf jeden Fall für den Fall, dass ist es hier vorhanden. So, genau. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier unten seht ihr schon, ist das Zündschloss vorhanden. Ich muss gerade meine Finger hier aus der Kamera nehmen. Da habe ich auch lang gesucht und jetzt endlich einen gefunden. Und zwar ein Original Bosch, wie nennt
nennt man den Zündnagel, genau. Zündnagel, mit dem man jedes Standardschloss aus einem Bus öffnen kann. Das würde mir jetzt auch die Möglichkeit bieten, jeden beliebigen Bus zu starten mit dem Schlüssel. Genauso wie hier mein Standardschloss. Der beinhaltet die Stellungen hier, so, das ist die Standardstellung. Das ist, da ist dann die Elektrik aus, wenn der Schlüssel so steht. Er ist einfach nur halt eingerastet. Dann gibt es die erste Stellung, das ist die Elektrik an. Einmal runterdrücken. Und dann die Zusatzstellung Standlicht ein. Das ist einmal nach links schalten und das Abblendlicht ist nochmal nach links. Und das Ganze sieht von oben dann so aus. Genau, kann man auch entfernen. Und ist eine wirklich gute Sache, der passt auch optimal und hat da schon gute Dienste erwiesen. Genau, und dann als nächstes, erstmal wieder scharf stellen, genau, haben wir hier den Motor-Einknopf und den Motor-Ausknopf. Motor-Start und Motor-Stopp eben. Und hier zusätzlich ist die Nebelschlussleuchte mit einem richtig toll erhaltenen Symbol drauf. Kann man auch eindrücken. Genau. Ja, das war jetzt bis hierher mal. Dann kommt hier unten der Warnblinker. Der ist auch gut erhalten. Kann man auch eindrücken. Und der wird natürlich dann auch blinken. Und hier ist dann das Herzstück quasi von jedem Bus. Die zwei Türtaster und die Haltestellenbremse. Genau, das ist eine kleine Besonderheit. Wobei die meisten von euch werden das eh schon kennen. Hier steht es ja auch drauf. Anheben, keine Feststellbremse. Und man bedient die so, indem man sie einfach kurz anhebt und dann nach unten drückt. Und dann ist die Türfreigabe quasi aktiv. Das heißt, ich kann die zwei Türen öffnen. Und so in diesem Zustand hier wäre die Türfreigabe eben vorhanden. Also die Türfreigabe nicht vorhanden. Dann wären die Türen quasi gesperrt und ich könnte losfahren. So ist sie jetzt quasi angelegt. Also so könnte ich die zwei Türen ganz bequem öffnen. Die würden dann auch, die Türtaste würden auch leuchten, wenn die Tür offen wäre. Tür 2, Tür 1 und hier die Haltestellenbremse. Genau. Und dann gehen wir mal hier weiter zu den ganzen Schaltern. Da gibt es hier wirklich einige im Bus. Und noch dazu bei so einem VÖV-Armaturenbrett. Als erstes ist hier die Dauerbremse. Da ist auch extra ein Schild, bei Glatteis oder schlüpfriger Straße abzuschalten. Da haben wir einen relativ neuen, gut erhaltenen Schalter bekommen. Die Schalter werden dann auch alle leuchten. Ja, das ist also die Dauerbremse. Dann ist hier der Nebelscheinwerfer oder auch Fernlicht, kann man nutzen, wie man will. Und hier die Leuchte für den Fahrerplatz. Und ich sag gleich mal dazu, die Schalter sind in der Wirklichkeit mindestens so abgegriffen wie hier. Und ich habe sowieso noch Glück gehabt, weil die meisten noch einigermaßen gut erkennbar sind. Und ich finde, es geht eigentlich, wenn man sich einigermaßen damit auskennt, dann ist alles in Ordnung. Genau. Dann haben wir hier noch drei Innenbeleuchtungsarten. Einmal, zweimal, dreimal. Genau. Und dann geht es hier weiter. Hier, der erste Schalter ist hier relativ schlecht zu erkennen. Ist eine, also eine Standheizung, eine ganz normale Standheizung. Ja, das ist dann, dann würde diese Leuchtmelder hier brennen. Wenn man den einlegen würde, genauso wie wenn ich die Dauerbremse aktiv machen würde, würde hier die Seckleuchte brennen. Genau. Dann haben wir hier eine Gebläseart. Hier ist nochmal eine Gebläsestufe. Hier ist die Dreifachgebläsestufe. Und ich glaube, die Gebläsestufe hier ist für den Fahrer vorne am Fahrerplatz. Und dann geht es hier weiter. Das ist die Spiegelheizung. Oder die... Nein, das ist die Frontscheibenheizung, genau. Hier soll mal die Spiegelheizung hin. Da habe ich noch keinen passenden Schalter. Das ist, das ist jetzt aktuell hier die Parkbeleuchtung vom Symbol her. Und hier ist nochmal eine andere Heizungsart. Da werde ich mir auch noch einen anderen Schalter raussuchen. Und hier als letztes haben wir noch eine kleine, kleine Besonderheit, und zwar den Schulbusschalter.
Da ist noch leicht drauf zu erkennen, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, ein Piktogramm von zwei Kindern, aber das sieht man hier wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, der ist hier auch in Betrieb. So, genau, und als letztes haben wir hier noch rechts oben das Webasto Vorwahlgerät für die Standheizung. Hier auch mit Kontrollleuchten und so, das werde ich auch dann in Betrieb nehmen, dann wird das auch, oder wird der Display auch in Betrieb sein. Genau, so, das war's jetzt mal für den ersten Teil des Videos. Mehr erfahrt ihr dann im nächsten, da gehe ich dann nochmal genauer auf die einzelnen Bestandteile ein und auch auf das Ganze hier drumherum. Ja, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mir ein Like gebt oder den Kanal abonniert. Würde mich sehr freuen. Und auch wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei wärt, wäre sehr nett. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.